Sofort aussteigen. Sofort raus da. Raus da. Hände hochnehmen. Hände hoch. Waffe runter. Waffe. Alles klar. Hey Leute und herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge von GTA 5 LSPDFA. Heute sind wir mal wieder als Kriminalpolizei unterwegs. Das haben wir eigentlich schon länger nicht mehr gemacht. Sind jetzt auch gerade schon auf der Anfahrt zu einer Person, die anscheinend jetzt ins Zeugenschutzprogramm gekommen ist. Also anscheinend hat diese Person irgendwie, ja, war Zeuge einer Straftat und muss jetzt eben beschützt werden. Aber wir wissen jetzt noch nicht genau, was da so für Gefahren vorliegen. Deswegen rücken wir ja erstmal an. Wir haben auch übrigens jetzt einen Partner an unserer Seite, einfach weil ich nicht weiß, was hier jetzt genau passiert. Und hier müssen wir anscheinend irgendwie die Person abholen. Wo ist sie denn? Ich glaube, die Frau da vorne, oder? Hallo? Alles gut bei Ihnen? Die steht jetzt so ein bisschen blöd rum hier mit den Säufern. Hallo? Steigen Sie da mal bitte einfach in das Fahrzeug hier ein. Kommen Sie mit? Ja, gut. Das ist hier auch die richtige Dame. Perfekt. So, Kollege einsteigen. Wie gesagt, wir haben den jetzt erstmal hier, sind mit einem Kollegen auf Streife bzw. im Einsatz. Einfach damit es ein bisschen sicherer ist. Und so, die Dame sagt jetzt hier auch gerade, ja, sie wollen mich töten, wenn ich rede. Okay. Ja, keine Sorge, wir werden hier auf jeden Fall sie beschützen. Sie sagt hier gerade, also sie hat auf jeden Fall Sorge, wenn sie hier irgendwie die Aussage beim Gericht macht, dass sie dann umgebracht wird. Nee, keine Sorge, wir bringen sie jetzt ganz sicher zum Gericht. Jetzt fragt sie auch noch, ob sie hier drin rauchen kann. Nee, rauchen können sie hier drin nicht, gute Dame. Ja? Rauchen ist hier strengstens verboten. Auf jeden Fall, wir werden jetzt die Frau so schnell es geht zum Gerichtsgebäude bringen, damit die eben ihre Aussage da tätigen kann. So, und da muss ich sagen, Sonderrechte frei, wir rücken an, so schnell es geht, denn wir wissen ja nicht, ob das irgendwie eine kriminelle Bande ist oder sonstiges, die hier sehr viel Einfluss haben. Wir wissen ja auch nicht, um was für eine Straftat es sich handelt, wo die Frau jetzt eine Aussage treffen muss. Keine Ahnung, Leute. Ist ein bisschen unübersichtlich, deswegen es kann sein, dass hier jeder irgendwie, ja, plötzlich ein Auto kommt und die Frau hier umbringen will oder so. Wir wissen es auf jeden Fall nicht, aber ja, an unserer Seite sind sie auf jeden Fall sicher. So, Gerichtsgebäude ist auch eigentlich schon in 400 Metern Entfernung da. Also, ja, bis jetzt keine Vorkommnisse. Ich denke, das läuft eigentlich ganz... Oh nein, wir werden beschossen. Alles klar. Okay, ich dachte, das läuft locker. Okay, Mist. Ja, gute Dame. Ich weiß nicht, wo das verdächtige Fahrzeug ist. Aber wir fahren jetzt einfach mal erstmal kurz weiter. Ich fordere nochmal Verstärkung an. Anscheinend haben die uns hier irgendwie aufgelauert. Vom Gerichtsgebäude. Hier ist das Gerichtsgebäude. So, das Problem ist, die Frau sollte jetzt am besten nicht aussteigen, weil dann haben die freie Schussfeld. Wir müssen erstmal gucken, wo hier die Täter sind. Wenn wir die Frau jetzt aussteigen lassen, dann haben wir auf jeden Fall... Okay, hinter uns direkt. Haben wir auf jeden Fall ein Problem. So, Kollege, ich gebe dir dann auch Schusserlaubnis. Schusserlaubnis. Da hinter uns ist das Fahrzeug. Alles klar. So, an die Streifenkollegen. An die Streifenkollegen. Wir brauchen hier einmal bitte Unterstützung. Nein, die ballern aber hart rein. Okay, so. Da ist die Person direkt hinter uns. Wo? Wie geht's der Dame? Der Dame geht's noch gut? Okay, der Dame geht's relativ gut. Alles klar. So. Ich glaube, den haben wir. Ich fordere doch mal die Streifenpolizei hier an. Oder würde ich sagen, holen wir uns den Typen. Ich glaube, mein Kollege hat den schon relativ gut in Schach gehalten. So, da vorne alles okay. Kollegen? Auf wen schießt mein Kollege jetzt? Alles gut. Alles gut. Anscheinend sind da noch mehr Angreifer. Okay. Na gut, wir sind hier natürlich auch mitten im Ganggebiet. Deswegen... Ja, er hat auf jeden Fall eine Waffe hier. Alles klar. Ja gut, da ist auch noch ein Angreifer. Also ein bisschen unübersichtlich. Ja, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man hier im Ganggebiet irgendwie eine Schießerei anzettelt. Dann kommen die aus allen Ecken raus. Mist. Okay, wie geht's der Frau? Alles gut bei Ihnen? Alles gut bei Ihnen, okay. Alles klar, hier ist das Fahrzeug des Täters. Ich glaube, mein Kollege hat ihn hier schon erschießen können oder der ist beim Aufprall gegen irgendwas, hat er sich verletzt. Alles klar, gut. Täter erstmal gestellt. Oh Mann. Okay, Leute. Ja, wir... Nein, nein! Nicht mein Fahrzeug klauen! Achso, das... Boah, ich dachte schon, mein Fahrzeug wird geklaut. Das ist nur mein Kollege, aber... Kollege? Na gut, ja, natürlich, wenn ich irgendwie ein bisschen weiter weg bin, naja, dann kommt der Kollege mit dem Fahrzeug zu mir gefahren, eigenständig. Das hast du auf jeden Fall gut gemacht. Ich hatte schon hier einen Schreck, dass das Fahrzeug geklaut wird. So, an den RTW, hier haben wir auf jeden Fall eine verletzte Person drin. Wir haben auch übrigens ein paar mehr Waffen hier heute dabei. Ne? Ihr wisst, heute ist ein gefährlicher Tag in Los Santos, da braucht man auf jeden Fall ein bisschen härtere Waffen. Ne? Ihr habt es auch gerade gesehen, einfach hier direkt eine Schießerei. Gut, die Streifenpolizei steigt aber auch wieder ein. Anscheinend ist ja alles okay, da vorne liegen auch noch Verletzte. So, an den Rettungsdienst. Ich weiß ja nicht, ob sie das hinbekommen. Wir müssen aber auf jeden Fall weiter, bevor hier noch mehr Täter eintreffen. Deswegen fordere ich nochmal Gerichtsmediziner an. Und ansonsten, ja gut, die Kollegen, die warten da hinten auch. Ansonsten übergebe ich dann an sie und an meinen Streifenkollegen. Boah, der wurde hier ins Bein geschossen. Guckt euch das mal an. Na gut, wir müssen dann gleich auch nochmal mit dir zum Arzt. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall jetzt kümmern wir uns dann erstmal darum, dass wir hier die Frau sicher zum Gericht... Alter, wie sieht unser Fahrzeug jetzt bitte aus? Na gut, das müssen wir gleich auch noch reparieren, aber jetzt wirklich schleunigst hier zum Gericht. Der Frau darf nicht nochmal was zustoßen, aber guckt euch mal das Fahrzeug an. Überall Schusslöcher und hier unten alles ab. Oh Mann, Leute. Na gut, das kann halt eben mal passieren.
So, gute Dame, wir sind hier beim Gericht. Na, einen Moment, Sie können dann gleich aussteigen hier. Parken ein paar Fahrzeuge noch. So, steigen Sie mal aus. Gut, wir begleiten die Dame nochmal ganz kurz und ansonsten wäre dieser Einsatz dann auch erledigt. Wir begleiten die dann kurz nochmal, bis sie hier den Eingang gefunden hat. Und ansonsten werden wir dann nochmal unser Fahrzeug reparieren und dann wieder auf Einsätze warten bzw. auf Streife fahren. Mittlerweile sind wir auch wieder auf Streife hier unterwegs. Unserem Auto geht es wieder einigermaßen besser. Wir sehen, es sieht auf jeden Fall schick aus. Auf jeden Fall, Leute, muss ich mich jetzt noch einmal kurz, während wir hier auf Streife sind, bei euch bedanken, bei den 50.000 Abonnenten. Ja, Leute, wir haben gestern hier die 50.000 Abonnenten geknackt und das ist wirklich einfach eine mega, mega krasse Zahl. Ich bedanke mich da auf jeden Fall bei euch allen. Tut mir auch leid, dass jetzt in der letzten Woche nicht so viele Streams kamen. Ich glaube sogar gar keine. Ich hatte einfach sehr viele Probleme mit meiner Internetleitung. Irgendwie, das war mega komisch. Alle 20 bis 30 Minuten ist das Internet einfach abgebrochen. Ich bin bei der Telekom. Ich weiß nicht, was da los war. Aber jetzt sollte das Ganze wieder behoben sein. Und Sonntag um 18 Uhr, also quasi am 15.04. um 18 Uhr, wird nochmal ein Livestream kommen. Ein ganz besonderer Livestream. Also wer Bock hat, kann da auf jeden Fall einschalten. Es wird allerdings kein LSPDFA-Livestream sein. So, gut, ich würde aber dann sagen, wir warten auf die nächsten Einsätze und da haben wir auch schon einen. Und zwar, ich wundere mich gerade, dass der Einsatz hier irgendwie auf Deutsch angezeigt wird. Keine Ahnung, betrunkene Person auf jeden Fall. Ja gut, okay, ich glaube, das Plugin wurde jetzt auch auf Deutsch geupdatet. Ja gut, ich würde sagen, wir fahren auf jeden Fall erstmal hin. Betrunkene Person wurde hier gemeldet, mitten auf der Baustelle. Das geht natürlich, alles klar, die hat direkt ein Messer. Alles klar, Kollege, du musst aber nicht direkt drauf schießen, ja? Das ist kein Grund, wir sind hier eigentlich bei der seriösen Polizei und jetzt schießt er denn direkt hier. Okay, Kollege, ich würde sagen, das war nicht sehr vorteilhaft. Das Problem war, ich habe denn hier noch die Schusserlaubnis gegeben. Habe ich dem jetzt erstmal entzogen. Ja, war mein Fehler leider. Gut, ich fordere dann erstmal einen Rettungsdienst an. Irgendwie, ja, das war die betrunkene Person, wollte hier mit einem Messer auf uns losgehen und mein Kollege hat da leider etwas voreilig geschossen. Ja, das ziehe ich dir von deinem Gehalt ab, die ganzen Rettungsdienstkosten. So, der Rettungsdienst trifft dann jetzt auch schon hier ein und ich hoffe, die können den hier noch irgendwie retten, die Person. Wäre auf jeden Fall ziemlich schade. Ja, Kollege, das kannst du dann nachher auf jeden Fall dem Chef hier beichten, was du getan hast. Ich glaube, der wird dich feuern. Aber sonst ist alles gut. So, der Rettungsdienst kümmert sich dann jetzt erstmal um die verletzte Person und mein Kollege läuft da jetzt nochmal drüber. Ey, was ist denn mit dir heute los? Hä, hat mein Kollege da irgendwie... Hä? Kollege, komm, guck mal zu mir. Du hast da, glaube ich, einen Fleck. Hä? Ja, der hat Blut im Gesicht oder sowas, oder? Ist das ein Mutter? Ah, nee, sah nur gerade so aus. Alles gut. Ah, perfekt, perfekt. Der Person hier konnte erstmal geholfen werden. Ja, guten Tag, der Herr. Alles gut bei Ihnen wieder? Alles gut bei Ihnen. So, ich bräuchte dann erstmal den Ausweis. Wir vergessen das Ganze, was hier passiert ist. Geben Sie mir einfach mal den Ausweis. Ich überprüfe das Ganze dann. Ja, der Herr hat wohl ein bisschen zu viel Alkohol getrunken. Ich würde sonst sagen, ich rufe ihn dann einfach mal ein Taxi. Ja, ihm scheint es ja wieder besser zu gehen. Also mein Kollege hat da, ja... wohl nicht ganz auf die empfindlichen Körperteile geschossen. So, die Person wird auf jeden Fall nicht gesucht. Das heißt, wir können eigentlich hier einfach mal ein Taxi für die Person anfordern. Und dann wäre das Ganze auch eigentlich erledigt. So, wir rufen ein Taxi an, hier mit dem Telefon. Bräuchten dann einmal ein Taxi. So, das Taxi ist dann auch schon hier angerückt. Die Person steigt jetzt auch schon eigentlich ein. Also so ganz besoffen ist die anscheinend nicht. Wenn die noch einsteigen kann, ist alles okay. Na gut, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Heimreise. Und das war alles nur ein böser Albtraum, was gerade passiert ist. Alles gut. Ja, Leute, ihr habt's gesehen, manchmal passieren auch mir Fehler. Da war ich wohl ein bisschen zu unvorsichtig mit der Vergabe von Schussrechten, aber ich denke, das wird mir jetzt auch nicht mehr vorkommen und ja, ist zum Glück eigentlich noch relativ gut was macht denn der hier? Alles klar, der fährt aber auch ein bisschen komisch, oder? Ich würde sagen, den halten wir auf jeden Fall mal an. Ja, den werden wir erstmal anhalten und dabei kann ich euch eigentlich auch mal probieren, eine kleine Funktion zu zeigen. Ich würde sagen, ja, okay, der stellt auf jeden Fall eine alles klar, alles klar. Was ist mit dem los? Okay, auf jeden Fall, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Teile auf der Fahrbahn. Müssten wir eigentlich auch absperren, aber jetzt müssen wir erstmal hier probieren, die Person zu stoppen. Nicht, dass sie irgendwie gleich noch gegen Menschen fährt. Hallo, einmal bitte sofort anhalten. Sofort anhalten. So, wir haben jetzt erstmal das Yelp-Signal gegeben. Alles klar. Gut, fahren Sie nochmal ein bisschen vor, sofern Sie das können. Ich weiß nicht, in welchem Zustand der Typ ist. Gut, ich würde sagen, wir holen uns erstmal Verstärkung für diese Verkehrskontrolle. Verstärkung holen wir uns auf jeden Fall hinzu. Einen Moment, so. Da ist die Verstärkung. Gut, perfekt. Verstärkung wurde angefordert. Wir warten kurz auf das Eintreffen von unseren Kollegen. Einfach, ja, wir wollen natürlich ein bisschen abgesichert sein. Da vorne kommen sie auch schon. Ja, relativ schnell sind die gerade gegen den Zug gefahren. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das sind vernünftige Kollegen. Ja, gut, die sind gegen den Zug gefahren. Guckt euch das Auto mal an. Alles klar, Kollegen. Ja, ihr müsst auch ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ich denke, so schlimm wie der vor uns seid ihr dann auch wieder nicht. Ja, gut, Frau am Steuer, ne? Alles klar, gute Dame. Sie... Ja, also
Das wird dem Chef auch nicht sehr gefallen, aber dazu sage ich mal nichts. So, gut, die Kollegin unterstützt uns hier wenigstens. Ich würde sagen, ja, wir riechen hier auf jeden Fall Alkohol, gegebenenfalls auch ein paar Drogen riechen wir hier. Das trifft sich perfekt. Und zwar, ich werde jetzt erstmal hier mal probieren, einen Polizeihund anzufordern. Einen Moment. So, Polizeihund bei einer Verkehrskontrolle habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, ob es klappt. So, okay. Polizeihund ist dann erstmal angefordert. Wir warten einmal ganz kurz. Ach so, warte, wir müssen erstmal in unser Fahrzeug hier gehen. So, Moment, jetzt können wir hier auf jeden Fall... Ja, so, mein Kollege ist hier direkt mit der Waffe, okay. Na gut. Ich würde sagen, jetzt holen wir dann erstmal hier K9 Backup. Das heißt, wir holen hier den Polizeihund. Die Kollegin geht einen Schritt zurück und da vorne kommt auch schon hier unser Kollege mit dem Polizeihund an. Also ich hoffe mal, das klappt, Leute. Wir testen das jetzt quasi auch, ob die Leitstelle das Ganze richtig koordiniert und hier auch ein Hund mit. Ja, die Tür geht auf. Alles klar, perfekt. Hier kommt ein Hund mit. So. Gut, ich würde sagen, ja, dann ist das auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Verkehrskontrolle. Gut, während der Hund hier dann erstmal ein bisschen rumschnüffelt gleich, oder ich weiß gar nicht, was der macht, wir müssen uns das mal angucken, fordere ich hier erstmal nochmal den Ausweis. Ich will ja auch wissen, wen wir hier kontrollieren. So, das ist der Alfonso. So, alles klar, gut. Okay, der Kollege hatte gerade gesagt, dass der Hund jetzt erstmal hier das Fahrzeug ein bisschen, ja, beschnüffelt, ein bisschen guckt, was da alles so vor sich geht. So, wie war denn jetzt nochmal der Name von dem Herrn? Habe ich jetzt gerade vergessen. Ich habe ein bisschen zu sehr auf den Hund geachtet. Einen Moment. Geben Sie mir nochmal hier einen Ausweis, ja? Ausweis nochmal geben. Beste Verkehrskontrolle, Leute. Wir haben ja einfach mal 3 Einsatzfahrzeuge, die sich darum kümmern. Wir gucken mal ein bisschen, dass wir hier den Hund zusehen können. Während wir dann eine Personenüberprüfung machen. Alfonso Suarez. So. Alfonso, oder? Ist das richtig, Leute, Mann? Diese Namen. Alfonso Suarez. Ach, Leute, Mann. Gut, ich habe es dann, glaube ich, jetzt auch mal geschafft, den Namen richtig einzugeben. Das ist immer das Problem hier, ja, wenn die Ausweise danach direkt verschwinden und die Person wird anscheinend auch polizeilich gesucht. Das heißt, wir haben hier eigentlich alles richtig gemacht, dass wir so viel Verstärkung haben. Erstmal an Sie, Sie können dann erstmal hier, ja, aus dem Fahrzeug aussteigen, beziehungsweise, okay, Moment, wir machen erstmal einen Drogen- und Alkoholtest bei Ihnen. So, was macht denn der Hund da währenddessen? Wir können mal gleich mit unseren Kollegen hier reden, ob der da irgendwie noch ein bisschen weitermachen kann. Gut, der Herr hat auf jeden Fall ziemlich viel Alkohol hier zu sich genommen. Ist auf jeden Fall über der Grenze. Ihr seht hier unten links die Ergebnisse. Da machen wir jetzt erstmal noch einen Drogentest. So, wir warten mal auf die Auswertungen vom Drogenschnelltest. Und ja, anscheinend hat der Herr hier auch noch Kokain zu sich genommen. Also Kokain und betrunken zugleich. Ja, das ist ja nicht so toll. Gut, an Sie, Kollege. Was ist denn jetzt mit Ihrer Kontrolle? Haben Sie die vollendet? Ja gut, ich glaube, der Hund... Ja, jetzt geht's erstmal richtig los, oder? Ja, der Hund, der guckt hier ein bisschen, beschnüffelt hier so ein bisschen. Alles klar, ja, perfekt. So, mal gucken, ob der hier irgendwas riecht. Wir können dann auch gleich mal dem Fahrer sagen, dass der aussteigen soll, damit er hier die Polizeiarbeit nicht behindert. Aber ich glaube, der Hund hat hier erstmal nichts gefunden, keine illegale Fracht, oder? Hat er gerade so ein bisschen gewackelt? Ja, Leute, ihr müsst wissen, ich habe noch nie eine Verkehrskontrolle mit so einem Hund gemacht. Deswegen, ich weiß gar nicht. Ja, mein Kollege wird mir sicher gleich die Ergebnisse mitteilen. Aber ich glaube, hier wurde erstmal nichts festgestellt. Nee. Gut, dann erstmal an Sie. Sie können dann erstmal aus dem Fahrzeug aussteigen. Wir haben hier wirklich... Ja, der ist auf jeden Fall ziemlich durch. Wir haben hier wirklich den richtigen angehalten. So, an Sie dann erstmal. Ich werde Sie voll festnehmen. Wegen, ja, BTM-Missbrauch und eben, ja, Alkohol am Steuer. Deswegen sind Sie voll festgenommen. Gut, und natürlich auch noch wegen Sachbeschädigung. Der hat ja vorhin irgendwas umgefahren. Das heißt, wir fordern jetzt erstmal noch Streifenkollegen an, die den Herrn dann mitnehmen. Das kann ja unsere Kollegin direkt machen, oder? Ja, die Kollegin nimmt das direkt, nimmt den Herrn hier direkt. Und wir können dann das Fahrzeug auch schon mal abschleppen lassen. Wir reden noch mal kurz mit unserem Kollegen hier hinten. So, ey, du kannst dann auch, ja, der hat seinen Hund schon eingepackt. Du kannst dann auch wieder zurück auf Streife oder wo du auch immer gebraucht wirst. Gut, das Fahrzeug lassen wir dann jetzt auch mal abschleppen. Kann sich der Herr dann nach seinem Gerichtsprozess wieder abholen, sofern er dann noch den Führerschein hat. Und dann würde ich sagen, wäre auch dieser Einsatz bzw. diese Verkehrskontrolle für uns erledigt. Wir fahren jetzt einfach mal hier in der Nacht in die dunkelsten Ecken von Los Santos und gucken einfach mal, was hier so abgeht, während wir auf Einsätze hier für die Kriminalpolizei warten. Auf jeden Fall, Leute, hatte ich ja auch mal vor einiger Zeit angekündigt, dass ich momentan am Programmieren einer eigenen Militärmod bin, weil es gibt einfach keine GTA 5 Militärmod, die ja wenigstens halbwegs gut funktioniert. Es gibt zwar eine Mod, die es erlaubt, dass man eben Soldaten spielt, die gegen Aliens kämpfen. Da habe ich ja auch schon mal 2 Videos zu gemacht. Aber sonst gibt es keine richtige Militärmod. Und ich habe jetzt mal, ja, vor einiger Zeit schon angefangen, das zu programmieren. Habe es jetzt auch demnächst eigentlich schon den Anfang davon fertig. Da kann ich euch auf jeden Fall demnächst endlich mal was von zeigen, von dieser Militärmod. Das war aber dann doch schon etwas schwieriger als gedacht, das Ganze zu programmieren. Aber ich hoffe, euch wird es dann gefallen und wir haben auch hier
schon den nächsten Einsatz bekommen. Und zwar anscheinend wieder so eine betrunkene Person, beziehungsweise eine Person, die hier irgendwie unter Drogeneinfluss oder unter Einfluss von sonstigem steht. Wir wissen es noch nicht. Ja, da bin ich mal gespannt, ob die jetzt auch wieder mit einem Messer hier auf uns zurennt. Das ist auf jeden Fall hier ganz... Alter, Leute, wie das aussieht. Das könnte auch so irgendwie ein Horrorspiel jetzt sein. Alles klar. Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass die Person uns direkt angreift. Hier, wo ist denn die? Mitten auf den Schienen? Ey, Leute. Was sind das für Einsätze hier? Alles klar, ich glaube, da vorne habe ich sie. Wir machen mal erstmal hier Blaulicht an, damit unsere Kollegen uns auch besser sehen, falls wir Verstärkung brauchen. Und dass die Person hier checkt, dass die Polizei da ist. So, Kollege, einmal aussteigen. Haben wir eine Taschenlampe mit? Ah, eine Taschenlampe haben wir nicht mit. Ah, schade, okay. Alles klar, wir haben jetzt zum Glück hier helle Scheinwerfer. So, da vorne ist der Herr auch schon. Wer hat uns denn angerufen? Den Nachbarn oder was? Hallo? Wir müssen hier ein bisschen vorsichtiger sein. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Alles okay bei Ihnen? Okay, doch, er zieht irgendwie gerade das Messer. Ich weiß auch nicht, was abgeht. Der war die ganze Zeit nicht ansprechbar. Ich konnte keinen Ausweis anfordern und jetzt zieht er auf einmal ein Messer. Alles klar, jetzt nehmen Sie mal bitte den Hand hoch. Alles klar, Hände hochnehmen. Ich gebe meinen Kollegen schon mal die Schusserlaubnis hier. Ey, nein. Sie hauen dieses Mal nicht ab. Oder, was heißt dieses Mal? Sie hauen nicht ab. Legen Sie sich auf den Boden. Ja. Alles klar, was ist nur mit dem falsch? Gut, wir mussten jetzt zum Glück nicht schießen, aber der Herr ist auf jeden Fall hier irgendwie wieder mit dem Messer auf uns zugegangen, war davor nicht ansprechbar, keine Ahnung, was hier mit den Leuten abgeht. Aber wir werden auf jeden Fall erstmal einen Drogentest machen, kommen Sie erstmal mit. Dann fordern wir auch erstmal noch hier die Streifenpolizei an, die wird sie dann erstmal wegbringen. Ja, schade finde ich aber auf jeden Fall, dass es keine so spezifischen Kriminalfälle gibt, das heißt irgendwie einen Mord, den man aufklären muss oder sonstiges. Vielleicht werde ich da auch mal so einen Einsatz zu programmieren und euch das dann mal zeigen, aber auf jeden Fall, wir fordern dann jetzt erstmal hier die Streifenpolizei für den Herrn an, machen dann nochmal kurz einen Drogenschnelltest. Mich interessiert auch mal, was der hier genommen hat. So, Drogenschnelltest, Ergebnisse kommen dann auch gleich. Und er hat auf jeden Fall keine Drogen genommen, beziehungsweise kein Cannabis, kein Kokain. Dann machen wir nochmal einen kleinen Alkoholtest. Ja, Alkohol hat der Herr auf jeden Fall ein bisschen genommen und wir haben auch schon den nächsten Einsatz bekommen. Alles klar. Gut, Kollege, wir müssen direkt mal hier gleich einsteigen, denn wir haben den Einsatz bekommen. So, Moment, Sie setzen sich mal hin. Hinsetzen. So gut, wir mussten jetzt leider hier ein bisschen warten, bis die Streifenpolizei eintrifft. Ich weiß auch nicht, wie die hier, ja, wieso die nicht den Weg gefunden haben. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall zu dem Einsatz und ich muss sagen, ich finde hier auch gar nicht mehr raus. Keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ich glaube, hier lang, hier, ja. Auf jeden Fall, Leute, wurde anscheinend ein Krankenwagen ja entführt, beziehungsweise ein Krankenwagen wurde gewaltsam entwendet und deswegen müssen wir jetzt einfach mal anrücken und gucken, dass wir diesen Krankenwagen wieder zurückholen. Gut, leider ist der Krankenwagen anscheinend entkommen. Wir haben irgendwie zu lange gebraucht. Wir waren da ja auch die ganze Zeit gerade mit dieser alkoholisierten Person beschäftigt. Leider, ja, konnten wir jetzt diesen Einsatz nicht erfolgreich beenden. Das heißt, wir werden jetzt erstmal hier wieder ein bisschen auf Streife fahren und gegebenenfalls dann auf den nächsten Einsatz für uns warten. Und soeben hat uns auch die Leitstelle angefunkt. Anscheinend, ja, gibt es jetzt endlich mal einen Einsatz, der exakt für die Kriminalpolizei ist. Also ein perfekter Einsatz für uns. Und zwar anscheinend wurde hier ein toter Körper gefunden. Das heißt, gegebenenfalls, ja, ist da irgendwie eine Straftat im Spiel. Gegebenenfalls wurde die Person ermordet oder sonstiges. Wir wissen es noch nicht. Wir rücken auf jeden Fall an. Wie gesagt, es wurde hier ein Fund eines toten Körpers gefunden. Also dementsprechend einer Leiche. Ja, deswegen würde ich mal sagen, rücken wir an. Das ist hier irgendwie in den Bergen, glaube ich. Irgendwie hier. Ja, 400 Meter sind wir noch entfernt. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob wir da irgendwie was ermitteln können oder was irgendwie der Todesgrund ist, die Todesursache. So, 300 Meter, 200 Meter haben wir noch. Wir rücken auf jeden Fall an. Ich weiß gar nicht, ob schon Streifenkollegen von uns vor Ort sind. Keine Ahnung. Vielleicht haben uns auch hier, sind wir auch schon die erste Einheit, die hier ist. Aber so, was ist hier los? Wo soll hier denn der tote Körper sein? Hier irgendwo wurde uns das Ganze gemeldet. Gut, anscheinend müssen wir uns jetzt hier irgendwie auf die Suche machen, ob wir hier irgendwie eine Leiche finden. Ich weiß es nicht. Zum Glück haben wir jetzt auch endlich hier mal Taschenlampen dabei. Das sollte eigentlich die Suche ein bisschen erleichtern. Ich glaube, ich habe gerade bei der Anfahrt da vorne irgendwas gesehen. Das könnte auch einfach nur ein Tier gewesen sein. Ich weiß es wirklich nicht. Also wir müssen jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, ob wir eine Leiche finden. Ja, mit den Taschenlampen ist das natürlich ein bisschen einfacher. Aber hier finde ich gerade erstmal nichts. Hier runtergefallen ist auch auf dem ersten Blick... Ja, auch nichts. Also keine Ahnung. Hier irgendwo wurde uns, wie gesagt, die Leiche gemeldet. Aber ich finde hier auch ehrlich gesagt gerade nichts. Vielleicht hier oben irgendwie. Keine Ahnung, Leute. Sind wir irgendwie auf die gefahren? Ich weiß es nicht. Warte mal, wir fahren mal ein Stückchen zurück. Genau hier wurde uns nämlich der Einsatz gemeldet. Aber hier finde ich auch nichts. Alles klar. Ja, gut. Kollege, dann würde ich sagen, suchen wir mal ein bisschen hier oben, ob hier irgendwie was ist. Ich hoffe mal, wir finden jetzt die Leiche.
weit und breit ist hier auf jeden Fall keine Leiche auffindbar. Das heißt, es kann irgendwie sein, dass das ein Scherzanruf war. Irgendjemand wollte hier die Polizei auf eine falsche Fährte locken oder sonstiges. Aber keine Leiche konnte hier im näheren Umfeld gefunden werden. Das heißt, Leute, dieser Einsatz hat sich erstmal für uns erledigt. Aber wir haben auch schon den nächsten Einsatz bekommen, ganz in der Nähe. Und zwar anscheinend eine Entführung wurde uns gemeldet. Ob das irgendwie zusammenhängt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine Entführung wurde uns hier gemeldet. Direkt, der Anrufer wird anscheinend gerade entführt. Keine Ahnung, was da genau abgeht. Ist auch wirklich ganz in der Nähe. Also keine 200 Meter entfernt. Wir würden auf jeden Fall direkt anrücken. Fahrzeug ist anscheinend auf der Flucht. Wir haben hier eine... Nein. Oh, ich dachte schon, wir kippen hier um. Ich fordere auf jeden Fall nochmal hier die Streifenpolizei an, dass die da auch mal uns ein bisschen Unterstützung leistet. So, der Täter flieht anscheinend hier unten. Ja, die Streifenpolizei ist auf jeden Fall da unten schon an dem dran. Gut, wir haben ja auf jeden Fall eine Entführung gemeldet bekommen. So, die Kollegen steigen schon aus. Alles klar. Nee, das war ein bisschen zu voreilig. Der Täter kann jetzt hier fliehen. Wir fordern auf jeden Fall nochmal hier eine Luftunterstützung an, damit wir den Täter die ganze Zeit im Blick haben. Vor uns das blaue Fahrzeug. Da drinnen ist anscheinend eine Person, die aktuell entführt wird. So, die Kollegen rücken ja alle an und... Oh Mann. Okay, die gehen mal wieder hart vor. Ich würde sagen, wir werfen gleich direkt mal ein Nagelband, wenn die Person nicht anhält. Nagelband. So, Nagelband. Ah, Mist, das ist aber blöd geworfen hier. Ja, gut, komm. Nagelband nochmal. Nagelband geworfen und die Reifen sollten auch eigentlich ein bisschen getroffen sein, hoffentlich. Das war ein bisschen zu schnell jetzt. Aber gut, wir gucken mal, ob hier irgendwie die Reifen schon beschädigt wurden durch unser kleines Nagelband. Ich denke jetzt... Oh, doch, habt ihr es gesehen? Die Reifen sind da, ja, gerade ein bisschen geplatzt. Na gut, da hat unser Nagelband wirklich ein bisschen was gebracht, aber die Person hat noch zwei weitere Reifen. Das ist natürlich ein bisschen ein Nachteil. Aber gut, die sollte jetzt ein bisschen langsamer sein. So, wir fordern auf jeden Fall nochmal ein bisschen Unterstützung an. Ein SEK-Team brauchen wir, denke ich, erstmal noch nicht. So, ihr seht schon hier an den Reifen. Ja, er kommt ein bisschen schleppender voran, aber trotzdem noch schnell genug, um hier ein bisschen vor uns abzuhauen. Gut, hinten sitzt auch schon die Person, ich habe sie schon entdeckt. Alter, Leute, guck mal, wie viele Einheiten jetzt hinter uns sind. Alles klar. Na gut. Ich denke, die Person kann jetzt so einfach nicht mehr fliehen. Wir setzen uns jetzt mal vor die und bremsen die ein bisschen aus. Ah, nicht dass dem Insassen noch was passiert. Perfekt, perfekt, perfekt. Nein, Mist, okay. Sofort aussteigen. Sofort raus da. Raus da. Hände hoch nehmen. Hände hoch, Waffe runter. Waffe, alles klar. Alles klar, Leute, was ist mit dem gefahren hier? Was ist mit dem falsch? So, hallo? Alles gut bei Ihnen? Gut. Nein, nicht das Fahrzeug klauen. Steigen Sie mal bitte aus. Einmal bitte aussteigen. So, kommen Sie mal. Alles klar, der wollte hier schon abhauen. Okay, gut. So. Boah, das ging jetzt gerade ein bisschen zu schnell hier alles. Boah, okay. Gut, anscheinend ist das hier der Entführer, der es gerade ausgestiegen hat hier mit uns. Ja, Moment, hat mit einem Sturmgewehr. Der hatte ein Sturmgewehr dabei, hat damit anscheinend hier, wollte einen Beschuss eröffnen. Wir konnten das Ganze nochmal hier zum Glück ein bisschen unterbinden. Also erstmal ist alles gut gelaufen. Ich würde sagen, wir rufen dann jetzt aber auch erstmal den RTW an. Ja, der RTW hat wie immer ziemlich gut geparkt. Also wirklich, Leute, hier großen Respekt vor dem Fahrer. Gut, diese Person hier, die wollte auch gerade schon einsteigen und wegfahren. Das ist ein bisschen komisch. Haben Sie denn mal einen Ausweis? Anscheinend sind Sie ja die Person, die hier entführt wurde. So, Ausweis, das ist der Sam Johnston. Das ist ja wenigstens mal ein Name oder Johnston, den man halbwegs gut schreiben kann. So, dann gucken wir einfach mal. Sam Johnston wird polizeilich nicht gesucht. Ja, aber wir sehen schon, der ist hier ein bisschen blasser. Ja, der ist anscheinend noch ein bisschen geschockt hier von der ganzen Entführung. Aber kein Problem. Ich weiß ja nicht, ob das Auto ihm gehört. Ja, der Person hier konnte erstmal nicht geholfen werden. Das heißt, wir fordern erstmal Gerichtsmediziner an und machen dann nochmal hier eine kleine Kennzeichenüberprüfung. Einen Moment. Kennzeichenüberprüfung. So, machen wir dann auch einmal per Funkgerät. Kennzeichen wird überprüft. Es kann auch sein, dass das Fahrzeug jetzt hier der Person gehört, die entführt wurde. Ne, gehört er nicht. Alles klar, gut. Jetzt haben wir hier noch einen Einsatz bekommen, können den aber erstmal nicht annehmen. Wir sind auch hier beschäftigt. Gut, an Sie, ich würde sagen, Sie können dann erstmal hier noch eine Aussage bei der Polizeiwache machen, fahren dann aber jetzt erstmal mit dem Taxi bitte nach Hause, beruhigen sich ein bisschen, können auch gerne ins Krankenhaus fahren. Ich habe Ihnen dann erstmal hier ein Taxi angefordert. So, die Person hier, die auf uns geschossen hat, der Entführer, wird dann auch jetzt erstmal von den Gerichtsmedizinern eingepackt. Ja, einfach in den Sack. Perfekt, Leute. Und da rollt er auch schon weg. Ne, gut. Ich würde sagen, Fahrzeug lassen wir dann auch erstmal abschleppen. Und damit wäre dieser Einsatz für uns dann erledigt. Das Taxi rückt auch an. Gut, Leute, der Abschleppdienst hat jetzt auch erstmal das Fahrzeug hier von dem Entführer abgeschleppt und wir haben auf jeden Fall einiges abbekommen. Wir sehen es hier, wir wurden überall quasi ein bisschen angeschossen am Rücken, an dem Arm und hier auch an der Brust. Also ja, wir haben ein bisschen was abbekommen, aber uns geht es eigentlich noch verhältnismäßig gut. Ich würde sagen, dieser Einsatz ist auch relativ gut verlaufen. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich bei euch allen nochmal für die 50.000 Abonnenten und würde dann auch sagen, das wäre es dann erstmal von diesem Video. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao!